Ich fange an mit dem Heikov-Projekt, das von mir, Alexander Tillmann und Andreas Frey aus der Psychologie durchgeführt wird und noch vielen anderen fleißigen Helfern. Also eine Zusammenarbeit zwischen Studium Digitale, dem DIPF und der Psychologie. Was ist das Ziel dieses Projektes? Schaut euch diese blaue Grafik vor allem an. Was wir hier machen, ist, wir kombinieren formatives Assessment mit KI, mit summativen Assessment mit KI. Also wir wollen diese beiden Welten miteinander verheiraten und vor allem gutes Feedback für Studierende anbieten in großen Veranstaltungen mit bis zu 800 Studierenden. Aktuell bekommen die Studierenden fast kein Feedback, kann man sagen, weil ihr wisst ja, wie es ist. Ein Professor, zwei Hiwis, zwei Bimis, da kann man nicht viel Feedback geben. Und unser Anliegen ist, hier einen Unterschied zu machen durch sogenannte Data-Enriched Activities, die man benutzen kann, um dann hochinformatives und kompetenzbasiertes Feedback anzubieten. Wir orientieren uns dafür am Feedback-Modell von Hattie, also Feed-Up, Feedback und Feed-Forward. Und vor allem beim Feedback und beim Feed-Forward arbeiten wir intensiv an diesen Bereichen und wollen euch das gleich vorstellen. Und was ist jetzt High Informative Feedback? Es geht um Feedback, das über die Grenzen von richtig oder falsch hinausgeht. Es soll korrekte Lösungen anbieten, Möglichkeiten für Verbesserung, Tipps für Selbstregulation und effektive Lernstrategien. Das ist unser Anliegen. Und dafür haben wir sogenannte Data-Enriched Learning Activities gebaut. Die sind in Moodle, also sind bestimmte Aufgaben wie eine Concept Map, eine Forumsaufgabe, in der wir entsprechend viele Prozessdaten und auch andere Daten aufnehmen, und diese Informationen geben wir dann über ein Feedback-System an Studierende zurück. Das sieht so aus, dass ihr im Grunde sind dann hier drüben unsere Data-Enriched Learning Activities. Diese werden bearbeitet in 2 Wochen von den Studierenden. Dann kommt so ein Bussystem von John und Sarah vorbei, holt sich die Informationen von der jeweiligen Learning Activity, wie gut der Student bestimmte Aufgaben gemacht hat. Und daran wird eben dann eine Feedback-Text zusammengestellt oder ein Dashboard gebaut, in dem dann der Studierende Feedback bekommt, wie gut er bestimmte Dinge im Prozess und auch im Produkt geschaffen hat. Genau, und wir sind aktuell in diesem Projekt, haben wir eine erste Runde durchlaufen. Wir haben das Projekt so aufgebaut, dass wir zuerst eine Vorbereitungsphase hatten, wo wir die Moodle-Umgebung, also wo wir im Grunde den Kurs aus OLAD nach Moodle geholt haben, um dann da besser vorbereitet zu sein. Wir haben verschiedene Fragebogen eingebaut, die wir eben dann zur Messung benutzen, um Beschreibungen der Studierenden mitzunehmen. Und dann haben wir in dem ersten Prozess eigentlich diesen Kurs laufen lassen und nur die Daten gespeichert, um letztendlich dann Modelle über das Sommersemester zu berechnen und mit diesen Modellen für die Data-Enriched Learning Activities Feedback zu geben. Und wir sind jetzt gerade in dieser zweiten Phase drin, die jetzt erst im Wintersemester läuft. Hier steht 21, es ist jetzt 21/22, wo wir jetzt anhand der Modelle und den Daten, die wir gespeichert haben, das Feedback an die Studierenden geben. Und damit habe ich auch fast keine Zeit mehr und übergebe direkt an Frau Scherer.